So, damit herzlich willkommen zurück hier beim New Publishing Track der BLM und des Media Lab Bayern. Ihr werdet übrigens alle Live Art Pictures werdet ihr sehen können, wenn ihr folgt dem Media Lab Bayern bei Twitter oder auch auf die Facebook-Seite geht. Da könnt ihr also nochmal im Nachhinein alle Tracks anschauen, die also von unserer Visual Artist hier an die Wand gezeichnet wird. Miriam macht sich auch gerade wieder warm. Wir haben gekocht, falls ihr das verpasst habt. Wir haben ein Viral-Cooking-Video sozusagen hier live auf der Bühne vorhin angefertigt. Die beiden Köchinnen sozusagen, die schneiden das ja zusammen. Wir stellen das online und wir schauen nachher, wie viral dieser Track, dieser Film nachher tatsächlich auch klickt. Das werden wir also heute Nachmittag noch hier auflösen, also für alle diejenigen, die wissen wollen, wie viral so ein Cooking-Video denn tatsächlich in so kurzer Zeit hier auf der Bühne gekocht dann gehen kann. Ja, ich habe es angekündigt, wir haben heute noch eine Menge vor und wir wollen uns jetzt mal auch so ein bisschen dem Thema überhaupt dieses ganzen Medientage-Themas widmen. Und zwar wollen wir uns über AI und Chatbots und Bots und Messenger kümmern. Wir haben gestern diesen eindrucksvollen Vortrag gehört von dem AI-Forscher vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Und was da alles möglich ist, was er an die Wand so nur so grob skizziert hat, das werden wir jetzt live in Action erleben. Ich freue mich sehr, dass wir drei tolle Projekte jetzt gleich in diesem Slot vorstellen können, die sich alle mit dem Thema Chatbots, Messenger, Conversational Journalism auseinandergesetzt haben. Und wir werden kurz ihre Projekte hier in einer Präsentation erleben, 5 Minuten. Und danach werden wir diskutieren. Für alle, die mitmachen wollen, weil wir wollen wirklich mit euch zusammen hier auch arbeiten. Ihr könnt Fragen stellen, nutzt bitte dazu entweder Twitter, Hashtag ist New Publishing Hashtag für eure Fragen. Oder aber ihr geht besser noch auf Slido, sli.io, da seht ihr schon, do. Und dort bitte ganz wichtig in den Event-Track New Publishing, also auch Hashtag New Publishing. Da könnt ihr eure Fragen reinschreiben, ja, also ins Handy reinschreiben, hoch und runter voten und die spannendsten Fragen, die von den meisten Leuten hier also als spannend erachtet werden, die werden wir dann nachher auch in unsere Diskussion einarbeiten. Jetzt aber freue ich mich, dass auch er hier den Weg zu uns nach München gefunden hat. Alistair kommt aus London und ist ein Senior UX Architect. Das hat er mir gestern erklärt, was das ist, aber das kann er wahrscheinlich selber besser machen. Und er kümmert sich beim Guardian genau darum, was passiert, wenn quasi nicht mehr Menschen die Gatekeeper sind, sondern Bots. Und wie man das macht, wie man diese Bots dann auch zum Leben erweckt, das wird er uns jetzt hier gleich erklären. Bitte herzlich willkommen, Alistair Jardine. Good afternoon. Thank you for having me. I'm Alistair. I've worked on chatbots for approximately 5 months now, so this is very early for me and early for, I think, quite a lot of people. I'm going to explain to you what we've done at The Guardian and what's gone well and what hasn't at the moment, so this is very cathartic. So we decided fairly early on to have a go at producing a cooking bot, and the bot itself would give you a hint, you could search for recipes and you could try and find things you might want to cook. It came out of a week of hacking on bots. We were also thinking about doing a Euro bot at the time, but that kind of fell by the wayside because of complexity in terms of data. What was interesting, we tested a cooking bot using something called a Wizard of Oz test. So we asked people to have a go with our bot, and it was actually us in the background typing responses. So it's quite a clever way, it's quite an interesting way of testing whether there's feasibility there. So the sous chef bot kind of launched, and we very quickly realized it wasn't working particularly well. And I'll come to that in a minute. So there was a chance encounter with a Facebook Messenger engineer in the UK, and he said,
keep it simple, keep it structured. So we went back to the drawing board and we produced a newsbot. We were quite keen not to do this, at least initially, because we all felt that there were more interesting use cases or more interesting things. And we did it anyway. I'll share some numbers with you in a bit. But it's a really structured interaction. So it says, would you like a morning briefing? It takes you through a few steps, and then you'll get a morning briefing either at 6 a.m., 7 a.m., or 8 a.m. We're planning on curating these, so making them more useful for the user, because at the moment, they only use the most popular kind of feed on our website, which isn't really good enough. So what have we learned? Well, there's a few things. You can't build a complex bot without structured data. So the food bot, the cooking bot, the sous chef one, required us to search our content and come back with recipes. The problem was it was just a free text search, which meant that a lot of the stuff that came back, and I'll show you in a second, wasn't ideal. So if you're a vegetarian and you said, I want something, well, let's do the example, meat-free, you'll see it came back with meat recipes. And with our natural language processing framework, we used a third party. We tried to train it and kept on retraining it, and it just wouldn't. It just wouldn't take things like meat-free. And so that was quite frustrating. So we need to get better at that. It's still live, so you can play with it if you'd like. I can share links on my Twitter later. You'll very quickly discover that it fails. So we've tried to give it some intelligence, but we can't seemingly wrangle it in place. It's an interesting experiment, and there's definitely a use case for people commuting back from work, maybe at 4 o'clock, 5 o'clock in the afternoon, going, I want to cook pasta or I want to cook chicken, and it will come back with a variety of recipes. What we're finding with the newsbot is we're getting quite good engagement. So we haven't really launched it yet. You can still access it from our Facebook page. But we've got 1,300 users, and that was through one message on Facebook. Please try our bot. We're going to launch it in about a week and a half. What we're seeing is people are coming back really frequently because of the nature of the push messaging. And we're getting OK click-through rates and really good retention. So 60% of people seemingly come back frequently, which is great news. It's ripe for experimentation. No one quite knows what a good news bot is going to be, and I think we might talk about this on the panel. What does it mean to have a good news experience in a bot interface? So I've been talking to Martin Beelam, who's our new formats editor, and he's really keen to try things like choose your own adventure stories and go through kind of that type of experience. Let's reflect on what's happened in Calais and think, how could you tell that story in a bot-like way or a conversational type way? Finally, we're still learning. We don't know what's best for engagement yet. I think some people might, but we certainly don't. We're not quite sure how to measure success. So what does good look like? What should we be expecting to hit? How many click-throughs? One thing we've talked about a little bit at The Guardian is about personality. So our sous chef bot could quite rightfully be quite chatty and quite chirpy. But our news bot, if you're delivering stories of a nature that you are sensitive, I would argue you need to have sensitivity to that, and the bot needs to reflect it. And who are we actually attracting? This is another question. So at the moment, we're on Facebook. But actually, is that the right place for us at the moment? Does that sit with where we need to go? And finally, sorry, I've used up slightly more of my time. We're also working on Amazon's Echo, and we were a UK launch partner. And so we have some thoughts around what does a conversational interface look like, especially for news or audio. Thank you very much. Yeah.
Wir werden mehr von Alastair hören in unserer Panel-Diskussion. Jetzt wollen wir aber gleich weitermachen mit der nächsten Präsentation. Ja, Alastair hat schon gesagt, er ist sich noch nicht sicher, ob Facebook oder vielleicht auch Amazon der richtige Partner ist für einen Bot, ob der dann geschrieben oder eben auch per Audio eben mit einem kommunizieren soll. Wir haben einen Menschen heute hier, der viel in der Welt rumkommt. Er war Kollege von mir bei der ARD. Beim Südwestrundfunk hat er sich jahrelang um die Social-Media-Einheit dort gekümmert, hat auch in der ARD also das eine oder andere dort angestoßen, dann aber mehr oder weniger die Seiten gewechselt, ist jetzt bei Facebook und kümmert sich dort als Strategic Partnership Officer oder Manager tatsächlich um diese Schnittstelle von Facebook zu Medienhäusern. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich mit mir meinen ehemaligen Kollegen Guido Bülow. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ein paar Minuten was zu Messenger-Bots. Wir sehen, dass in den meisten Ländern dieser Welt irgendwie 99% der Nutzer entweder über einen Messenger Textnachrichten schicken oder aber SMS schicken. Also irgendwie kommuniziert jeder über Nachrichten mit seinem mobilen Telefon. Und das ist auch... Er streckt sich über alle Altersgruppen hinweg. Das heißt, es sind die ganz Jungen, es sind die Mittelalten und es sind auch die älteren Personen, die tatsächlich diese Möglichkeiten der Kommunikation noch nutzen. Und wenn man sich irgendwie die Forschung anguckt, dann sieht man das, oder nimmt man an, dass im Jahr 2018 mittlerweile ungefähr 2 Milliarden Menschen auf der Welt auch Messenger-Dienste nutzen werden. Die Frage ist, warum sind Messenger-Dienste dann irgendwie überhaupt so populär? Ein Grund ist, ist sicherlich Instant. Das heißt, ich kann mich sofort mit meiner Peer-Group irgendwie vernetzen, kann sofort Nachrichten schicken und Dinge teilen. Es ist expressiv, das heißt, ich kann irgendwie teilen, was ich möchte, ob das Videos sind, ob das Nachrichten sind, ob das GIFs sind, das ist vollkommen unerheblich, das geht sofort. Und mittlerweile, auch was Messenger können, sie sind konvergent, das heißt, ich will mir ein Taxi bestellen, ich möchte irgendwie ein Flugticket buchen oder sonst irgendwas, auch das ist alles möglich. Die Frage ist, was spielt der Facebook Messenger hier für eine Rolle? Warum sollte man den nutzen oder... warum nutzen die möglicherweise viele Menschen? Erst einmal, momentan sind es 1 Milliarde Menschen, die tatsächlich den Messenger weltweit jeden Monat immer wieder nutzen. Und ein Grund hierfür ist sicherlich, dass der Messenger nicht nur irgendwie mobil funktioniert, ob das irgendwie auf dem Android-Device ist, ob das auf dem Tablet ist, iPhone, er geht auch auf dem Desktop, quasi überall, keine Barrieren an der Stelle. Und natürlich tun wir irgendwie einiges dazu, um irgendwie dieses Wachstum auch zu befeuern. Das heißt, wir bauen Produkte, die dieses Wachstum auch antreiben. Und eine Sache, die wir gesehen haben in unseren Forschungen, in unseren Daten, war folgende, dass sich Leute mit Seiten täglich ca. 1,8 Milliarden monatlich 1,8 Milliarden Nachrichten hin und her schicken. Das heißt, Leute haben ohne unser Zutun tatsächlich das Produkt schon benutzt, um mit Partnern wie KLM, mit, weiß ich nicht, der Lufthansa oder sonst irgendwem einfach zu quatschen, Fragen zu stellen und mit den Partnern irgendwie in Kontakt zu treten. Und genauso kann es irgendwie sein, dass sie irgendwie sich an Axel Springer gewandt haben, an die Bild oder an die Süddeutsche Zeitung, weil sie Fragen hatten, möglicherweise zu einem Artikel. Und aus dem Grund haben wir Messenger-Bots gebaut. Und der Fokus war erstmal an diesen 4 Punkten festgemacht. Erstmal ging es darum, Awareness zu kreieren. Es ging darum, neue Kunden zu gewinnen. Es ging darum, irgendwie Transaktionen, wie gerade schon erwähnt, irgendwie zu ermöglichen und auch Service zur Verfügung zu stellen. Hier ganz kurz mal 4 Beispiele, die wir irgendwie so gesehen haben bei uns auf der Plattform, auf der Messenger-Plattform. Das ist was von Activision, wo sie für ja wirklich die-hard Spielefans eine Anwendung kreiert haben, um die Leute quasi in ein Messenger-Bot-Erlebnis hineinzuziehen. Das nächste Beispiel ist von Meetic, eine Dating-Plattform, die quasi über den Messenger-Bot dafür gesorgt hat, neue Kunden zu gewinnen. Und sehr, sehr einfach über, wie wir gleich, beziehungsweise wie wir bei Alistair ja auch schon gesehen haben, über die Action-Items, wo ich mit den
mit dem Bot quasi die ganze Zeit kommunizieren kann und mich dort als Customer auch anmelden kann. Und ich glaube, das, da stimmt was mit der Formatierung nicht. Ich glaube, das haben wir haben alle schon irgendwo irgendwann mal gesehen, KLM, einer unserer Launchpartner, wo es möglich war, zumindest schon mal über, wenn ich einen Flug gebucht habe bei KLM, dort auch einzuchecken. In Zukunft kann es auch sicherlich möglich sein, dass ich auch hier einfach mir ein Flugticket buche, mir erst irgendwie erfrage, was ist die nächste Verbindung von Amsterdam nach London möglicherweise und dann sage, ja, bitte das Ticket auch direkt bezahlen. Wir haben es gestern Nacht oder heute Morgen angekündigt, dass wir PayPal in unseren Messenger integrieren und so auch Bezahlmöglichkeiten an der Stelle schaffen. Und zu guter Letzt einfach Service, das, wie gesagt, was die Kunden sowieso oder die Leute auf unserer Plattform sowieso ohnehin schon immer gemacht haben, einfach Unternehmen angeschrieben, aber auch hier im nächsten Beispiel mit Nachrichtenmedien dieser Welt irgendwie kommuniziert haben. Und der nächste logische Schritt war, damit zu experimentieren, auch aktiv diese Informationen an diejenigen, die sich dafür interessieren, herauszuschicken. Und das so als ganz großer Überblick. Thema Messenger bei Facebook. Guido Bühler, vielen Dank. Wir machen gleich weiter mit dem Dritten im Bunde. Wieder ein ehemaliger Kollege von mir, er hat Volontariat gemacht in der ARD, hat sämtliche Stationen dort durchlaufen, die man durchlaufen kann, Tagesschau, MDR und. Er hat sich bei Axel Springer dann weiterverdient gemacht, auch dort bei Social Media im Prinzip angefangen, dort alles durchgespielt und dann auch gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und das Ding, das er dann gemacht hat, das ging richtig durch die Decke, ist gerade erst gefeatured worden von Apple auf der Startseite im App Store. Ob es was gebracht hat, fragt ihn selbst. Begrüßt bitte ganz herzlich mit mir Martin Hoffmann, Geschäftsführer von Resi Media. Startet die automatisch? Okay. Ja, hört ihr mich? Ja. Sehr gut. Vielen Dank auch von mir für die Einladung. Ich will euch ganz kurz erzählen, was wir mit Resi machen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Und das sind sicherlich einige. Ich habe mit zwei Kollegen zusammen eine App entwickelt, die wichtigsten News des Tages in so einem Messaging-Format an die Leute bringt. Das heißt, man kriegt die Meldungen, die gerade aktuell sind, auf eine unterhaltsame Art und Weise in eine App geschickt. Das Ganze, damit man sich das besser vorstellen kann, habe ich mal versucht, ein Video zu packen. So sieht es dann aus. Also man öffnet die App und hat dann im Prinzip so ein Button-Interface, über das man sich navigieren kann, kann dadurch auswählen, in welche Richtung sich der Dialog entwickelt und kriegt dann eben von Resi Antworten geschickt. Der Clou daran ist, dass wir Resi mit einer eigenen Persönlichkeit versehen haben, also dass da keine neutrale Nachrichteninstanz ist, die im Prinzip diese Meldungen sendet, sondern Resi hat eine Personality. Und das ist ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte, werden wir sicherlich auch noch drüber reden, weil wir glauben, dass wir damit unsere Zielgruppe besser erreichen. Das Ding ist, Resi ist keine künstliche Intelligenz, sondern eine echte. Ich glaube, man muss da vorsichtig sein. Das Thema künstliche Intelligenz wird ja gerade so ein bisschen gehypt, so ein bisschen durchs Dorf getrieben. Was wir aber gesehen haben, ist, auch wenn wir uns zum Beispiel die Experimente auf dem Facebook Messenger oder bei Kick oder bei Line angeschaut haben, dass diese sogenannte künstliche Intelligenz im Journalismus noch nicht gut genug ist. Das heißt, die ist noch nicht annähernd da, dass wir hingehen können und freie Texteingabe ermöglichen können, dass wir wirklich die Fragen, die die Leute in Breaking-News-Situationen haben, fehlerfrei beantworten können. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, lieber ein redaktionelles Team dahinter zu setzen, das diese Nachrichten im Prinzip kuratiert. Das heißt, wir haben ein Content-Management-System entwickelt und über das wird die App bespielt. Für wen machen wir das? So ungefähr stellen wir uns unsere Zielgruppe vor. Schönes Symbolbild. Wir machen das für Leute, die im Kern 15 bis 25 sind, sage ich immer. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht das alleinige Merkmal, was unsere Zielgruppe hat. Sondern wir richten uns einfach an jeden, der vielleicht nicht wie wir alle Medienpeople den ganzen Tag bei Twitter abhängt und in dieser Filterbubble von Nachrichten drin steckt. Wir wollen uns eher an Menschen richten, die vielleicht am nächsten Tag mit ihren Freunden mitreden wollen, die so ungefähr wissen wollen, was ist da draußen los in der Welt, was passiert da, die wissen wollen, wenn es irgendwie bei der US-Wahl was Neues gibt, die wissen wollen, was in Syrien passiert, die aber dabei nicht einfach auf klassische Weise mit einem langen Fließtext zugeballert werden wollen, sondern die einfach einen Inhalt kriegen wollen, der engaging ist, der für sie interessant ist. Das ist so das, wie wir unser Publikum definieren.
Was man bei uns auch hat, und das ist sehr, sehr wichtig für die Retention, jeder, der mal irgendwie eine App auf den Markt gebracht hat, weiß, wie schwer das ist, die Leute dazu zu kriegen, sie auch zu nutzen. Das sind unsere Push-Mitteilungen, die machen uns auch besonders. Die Leute haben bei uns die Möglichkeit, einzelne Themen zu abonnieren und dann halt zu sagen, okay, ich interessiere mich für den Syrien-Konflikt, also schick mir nur Push-Mitteilungen, wenn es auch was Neues zu dem Syrien-Konflikt gibt. Das heißt, ich kriege endlich nicht mehr nur dieselben Push-Mitteilungen, wie sie meine Mutter auch kriegt oder wie sie mein Onkel auch kriegt, sondern ich kriege wirklich personalisiert auf mich von Resi Push Mitteilung und steige dann in den direkten Dialog mit der App ein. Zusammengefasst lässt sich das Ganze irgendwie so beschreiben, wir machen Informationen, das heißt, wir wollen den Leuten was mitgeben, wir wollen ihnen Nachrichten mitgeben. Das Ganze soll aber unterhaltend sein, weil wir wissen alle aus Social Media, einfach nur dröge Informationen, das zieht nicht mehr, das funktioniert nicht. Das heißt, die Leute müssen auch mal lachen können. Und sie sollen dabei aber auch aktiv werden, weil unsere These ist, am Ende bleibt bei den Leuten mehr hängen, wenn sie mit einer Nachricht interagieren, als wenn sie einfach passiv sind und selbst wenn sie einen langen Text lesen. Dann bleibt bei ihnen nicht so viel hängen, wie wenn sie mit Resi sprechen und eben diese kleinen Häppchen an Informationen immer auf eine unterhaltsame Art und Weise dargeboten kriegen. Wenn ihr Interesse habt, euch die App mal anzuschauen, einfach diese URL eingeben, dann kommt ihr direkt zum App-Store-Link. Ist im Moment iOS-only, wir arbeiten an der Android-Version, also bitte noch etwas Geduld. Danke. Martin, bleib gleich hier. Ganz außen. Dann, please, our speakers. Alistair, Guido, bitte auf die Bühne. Nach wie vor, Sie können Fragen stellen unter dem Hashtag New Publishing bei Twitter oder Slido. Und Slido würde ich gerne gleich als erstes aufrufen, denn die erste Frage für alle in die Runde. Alistair, what makes a bot better than a personalized newsletter or push? Do you have a microphone? No. Okay. Can you repeat the first bit of the question? Yes. What makes a bot better than a personalized newsletter or push? Excellent question. I don't know the answer. I don't think, we just don't know yet. We obviously do have a lot of personalized newsletters. We have, well, subject specific, they're not personalized yet. That is something we are working on. I think that what we've been given quite a free rein in terms of being able to play and experiment yet, so at the moment. So one of the things we're doing is we are seeing what it's like and how people are reacting to it. At the moment, the people, we really don't have huge numbers. That will change, I suspect, in less than 2 weeks, because we're about to do a big push to see where we end up. I'm not necessarily sold on bots yet, so we are genuinely experimenting, especially when you're looking at things like push messaging in the morning. It is effective, it does get people into that mode, but does it hit a huge audience for us? We're just not sure yet. So the answer, the answer is, I don't know the answer yet. Sorry. Martin wird gefragt, why did you opt for building your own app instead of using an already messenger wie Facebook? Wir haben uns natürlich überlegt, gehen wir nicht auf eine bestehende Plattform, wie zum Beispiel den Facebook Messenger. Als wir im Januar angefangen haben, an der App zu arbeiten, gab es aber diese Plattform von Facebook noch nicht. Die wurde erst auf der F8 gelauncht. Und die ist auch jetzt erst nach und nach, sage ich mal, auf einem Level, wo wir tatsächlich auch drüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, aus unserem Content-Management-System eben auch die Inhalte auf den Facebook Messenger zum Beispiel auszuspielen. Wir haben uns eben für eine App entschieden, weil wir erstmal auch so einen gewissen Anker haben wollten, also ein Homeground, der uns gehört, wo wir auch nicht abhängig sind von den Spielregeln einer Plattform. Mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das nicht dogmatisch handhaben, sondern auch nach und nach gucken, macht es nicht Sinn, auch andere Plattformen noch zu bespielen. Guido, auf der F8 wurde der Messenger-Bot vorgestellt, richtig gelauncht von Facebook. Ihr habt da richtig fette Pläne damit. App Store, alles Mögliche. Was soll noch alles rein in diesen Messenger? Ich kann jetzt leider nicht die Roadmap hier darlegen, aber und... Ihr habt doch eine bis 2020, habe ich sogar gesehen, oder 30 sogar, 30. Also in der Regel haben wir immer eine Roadmap fürs nächste halbe Jahr. Jetzt haben wir Oktober, das heißt bis Ende des Jahres weiß ich noch grob, wohin die Reise geht, aber dann tatsächlich nicht mehr. Ende des Jahres Weltherrschaft und danach weißt du noch nicht. Das sagst du. Nein, also...
Wir haben bei uns in der Firma überall so Poster hängen und da steht irgendwie Our journey is just 1% finished. Und ich glaube, beim Thema Bot, das, was Alistair sagt, stehen wir echt absolut am Anfang. Wir wissen, wir haben viele Experimente gemacht, unsere Partner experimentieren viel. Wir haben jede Woche immer wieder ein paar Neuerungen, die wir testen, die wir in die App bringen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, PayPal jetzt auch möglich bezahlen. Wir testen natürlich auch mit direkter Bezahlung in den USA, aber das sind alles erst irgendwie ganz kleine Schritte und man wird sehen, wo wir landen. Das Thema News beispielsweise, wir hatten es gerade auch im Vorgespräch davon. Wir wissen noch nicht, was ist die richtige Nutzungssituation dafür. Will ich tatsächlich jeden Morgen irgendwie um 7 Uhr irgendwie die Zusammenfassung der 5 populärsten Artikel haben? Mag sein, mag aber auch nicht sein. Wir werden sehen, zusammen mit Partnern wie dem Guardian oder anderen, die Bild, RTL, Sport1 hat gerade kürzlich ist, glaube ich, dabei, seinen Messenger zu launchen. Also es gibt Partner, die experimentieren damit, die testen damit und wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. Alistair, habt ihr Ideen, wie ihr die Bots vielleicht auch monetarisiert? Gibt es da schon Überlegungen, so ein Sous-Chef-Bot vielleicht eines Tages wirft er Geld ab? Yeah, it's an excellent question. We would hope to look to people, platforms like Facebook to help us monetize in the future. For us at the moment, our monetization strategy is kind of in flow. We're still trying to work out exactly what that is in general. One of the reasons why Sous Chef exists twofold, really. I couldn't really go into it in the 5 minutes I had. One of the things that The Guardian has been desperate to do is around structuring its recipe data. And the structured data would allow somebody to go, I've got 20 minutes to cook a vegetarian recipe. At the moment, we can't do that. We can search for 20 minutes and we can search for vegetarian, but we wouldn't necessarily get a selection of vegetarian recipes which take less than 20 minutes to cook. Having a structured data set would allow us actually to start thinking about monetizing and working with partners. So imagine you want to cook a recipe. And actually, we have a strategic partnership with a supermarket that would then allow us to push all those ingredients into a shopping cart or a shopping list, which would then allow the user to buy it, and we would obviously get some kickback from that. The Guardian is famous for giving its content away for free, still is. And I can't see that changing anytime soon, especially not in this case. We do have a membership scheme. It might be that some bots are particularly special and particularly useful and will be members only benefits. Who knows? We are really opening ourselves up for experimentation in this particular space. And whilst we are sort of tangentially thinking about it, no one knows where this might go. I suspect it feels a little bit like the sort of the wilds of the App Store when it first launched. Everyone was doing an app, but actually we don't know quite where that's going to end up. We are only on Facebook at the moment as well, so that's great in some ways, but we haven't really opened ourselves up for, you know, what does The Guardian look like for a Slack bot, for example? That could be really interesting as well. Martin, auch die Frage aus hier Slido. Wie gibt es ein Refinanzierungskonzept bei euch? Also das ist im Moment nicht der Fokus, das zu refinanzieren. Wir haben verschiedene Ideen. Wir denken darüber nach, mit Publishern zusammenzuarbeiten, unser Content Management zu sublizenzieren. Ich glaube, das ist ein Revenue Stream, wo wir sagen können, den können wir vielleicht sogar relativ schnell haben, wenn wir das wollen. Dann glauben wir aber auch sehr, sehr stark dran, dass es bei uns nicht darauf ankommt, tatsächlich auf eine große Masse an Menschen zu skalieren, sondern was wir wollen, ist, dass die Leute, die Resi nutzen, tatsächlich eine sehr, sehr intime Bindung zu ihr aufbauen. Dass die wirklich sowas wie eine Verbindung zu dem Bot am Ende haben und dadurch auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, so dieses Community-Modell, ein Abo-Modell, Subscriptions und In-App-Purchases, das ist so die zweite Säule. Und der dritte Bereich, über den wir nachdenken, ist Advertising. Da haben wir auch ein paar Ideen, wo ich glaube, dass die durchaus funktionieren könnten, auch in dieser Messaging-Form. Da muss man aber sagen, das geht natürlich nicht ohne die entsprechenden Nutzerzahlen zu haben, weil sonst ist man auch für den Werbekunden einfach nicht attraktiv. Deswegen steht das auf der Roadmap im Moment noch ein bisschen weiter hinten. Genau, aber das sind so die drei
drei Ansätze, die wir verfolgen werden. Du hast gerade einen sehr interessanten Begriff verwendet, Personalisierung. Du möchtest, dass die Leute mit dem warm werden. Wie wichtig kann ein Bot, kann eine Maschine eine Personality entwickeln? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr eine Beziehung schon zu Siri entwickelt oder nicht? Ist das vielleicht auch die Stimme? Ist das eine Möglichkeit tatsächlich, dass man sagt irgendwie, man muss so einen Bot aufladen mit einer gewissen Persönlichkeit? Alistair, what's your take? Yeah, so I have. We are talking about this quite a lot at the moment. So let's rewind with Sous Chef, and we built that in a week. We made it really friendly as an experiment, and we had. It's really hard to recruit people who are into food, who are really technically savvy, and who are kind of constantly trying new things. We managed to find 7 people to come into The Guardian to do this, which was quite an achievement. I'm quite proud of that. We found 7 people and we tested the Sous Chef bot, the very first version of it. And we ended up in the situation where people were going, that's a little bit too friendly. That's a little bit too pally. It's not my friend. It's a bot. It's here to serve me almost was the kind of the message we were getting. Sorry, that's a terrible pun. And we then dialed back. We removed a lot of that, a lot of the personality, but not all of it. So it's still conversational. It still has a slight personality. One of the interesting areas for us is around the discussion around what does the Guardian, the main newsfeed bot, feel like? What is that like? It needs to have a different personality, or maybe a very, very light personality compared to something which might be covering some of our life and style content, which is usually a little bit more lighthearted. And again, I'm going to hijack this very slightly and start talking about Alexa as well, Echo, because the personality there is the partners, the skill partners, the people who are creating skills for that have been asked to defer kind of their personality to Alexa. So what does the Guardian, or what does any news organization or organization, what's their personality in a conversational interface when you're asked to kind of go, actually you need to play by the other third party's rules? It's generally going to be fine, but if it's delivering a light-hearted piece, that's great. If it's delivering something really serious and it ends with, hey, wasn't that fun? You kind of go, well, that's not good. That really is not good. And we need to be really careful about all these aspects. We haven't been shown up yet because we've been really careful about it. We are launching the news bot. We're doing a push. To see what the growth can be like and how many people we can acquire. And even last week, we were having conversations about one of our design team's excellent, and they produced some really, very, really good GIFs for responses. But again, this is where we need to be really careful. If we're responding with a GIF to a story which is very serious, then actually that could send completely the wrong tone. And this is where the structured stories work out quite well, and it's where the natural language processing side of things scares me a lot. If it hits the wrong note, then the illusion is kind of broken for me. Ist das bei euch, Martin, ihr habt ja von Anfang an auch mit GIFs sozusagen gespielt und habt ihr euch da auch gefragt, macht das so viel Sinn jetzt bei einer Meldung aus Syrien oder so, dass man da ein GIF mit dranhängt? Wie weit wollt ihr da gehen oder habt ihr auch gesagt, nee, das wird zu brenzlig auch? Also ich sehe das Problem. Ich glaube, wir überschätzen es ein bisschen. Klar geht es darum, in einer Syrien-Meldung, wenn ich irgendwie über Tote in Aleppo rede, jetzt nicht unmittelbar danach irgendwie ein witziges GIF zu posten, in dem direkten Kontext. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass in Begrüßungen und Verabschiedungen Resi trotzdem immer irgendwie freundlich ist. Ich glaube, das ist auch total okay. Was wir machen werden, das machen wir im Moment noch nicht, aber was wir demnächst machen werden, ist, dass wir einfach bestimmte Conversations als sensibel kennzeichnen können und damit im Prinzip ausschließen können, dass dann irgendwie GIFs auftauchen, die in irgendeiner Form pietätlos sind. Ist ja schon mal was passiert, dass aus Versehen so ein automatisierter Bot dann einfach so ein LOL-Kätzchen also oder sowas an... Unsere GIFs werden handkuratiert, das heißt, da steckt viel Liebe drin. Also wir automatisieren das in dem Moment nicht, nee.
Ist das, Guido, vielleicht tatsächlich, wir haben dieses Thema schon gestern und heute auch auf einigen Panels gehört, ist das tatsächlich so etwas, dass wir Journalisten uns daran gewöhnen müssen, dass ja unser Kollege mehr oder weniger ein Algorithmus, eine Maschine, ein Bot wird, dass wir also quasi koexistieren als Journalist mit so computergestützten ja, Gatekeepern oder auch oder Producern? Ehrlich gesagt, glaube ich, nein. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir stehen da irgendwie komplett am Anfang, was das angeht und schauen uns ja gerade erstmal die Möglichkeiten an, die mit Bots überhaupt machbar sind. Wir stellen ja auch gleichzeitig fest, dass viele Dinge irgendwie so, wie sie vielleicht für Dienstleistungsunternehmen irgendwie machbar und gangbar sind, für News-Publisher oder Publisher im Allgemeinen, mit Bots irgendwie gar nicht handelbar sind. Wenn wir jetzt hier gerade auch die Diskussion verfolgen mit, macht es Sinn, irgendwie nach einer Syrien-Meldung ein lustiges Kätzchen irgendwie dahinterher zu schicken. Also ich glaube, wie gesagt, wir sind da noch ganz weit am Anfang und zusammen mit den Partnern, mit denen wir dort zusammenarbeiten, kriegen wir auch extrem viel Feedback. Wir müssen selber gerade erstmal gucken, in welche Richtung gehen wir überhaupt, um im Bereich Publishing, um Partner dort möglicherweise unterstützen zu können. Weil es sind tatsächlich Menschen dort, es sind teilweise auch andere Menschen dort und das macht sicherlich Sinn, diese Möglichkeiten dort irgendwie zu erforschen, aber man muss es halt sinnvoll tun. Frage an alle drei. Diese Messenger, diese Conversational Journalism, wenn man das so als kleine Bubble irgendwie in seinen Messenger kriegt, für mich ist das irgendwie nur so halb fertig. Eigentlich ist das doch nur eine Vorstufe von etwas, dass man sich wirklich mit einem Computer unterhalten kann. Wir haben es schon gesagt, Alexa von Amazon. Echo kommt diese Woche, also ich glaube am Freitag auch in Deutschland auf den Markt. Google Home wurde gerade vor 2 oder 3 Wochen vorgestellt. Ist auch so eine Blumenvase, die man sich ins Wohnzimmer stellt. Ist aber vollgepackt mit Mikrofonen und die hören einem Tag und Nacht zu und lernen dann was über uns und spielen dann eben die entsprechenden Inhalte aus. Also man kann mit diesen Geräten, man kann mit seinem Haus plötzlich reden, so wie im Raumschiff Enterprise. Ist das tatsächlich auch etwas, wann hat Facebook eigentlich so seine eigene, ne, es gibt Siri, Cortana von Microsoft, wann fängt Google, Facebook an zu sprechen? Ich weiß es nicht. Darfst du? Ja, weißt du? Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Ich meine, aber ist ja zu lesen, dass wir an M irgendwie auch experimentieren und arbeiten. Aber ich glaube, so Derivate dessen sieht man irgendwie jetzt einfach heute in den Bots. Wir wollen den Menschen das Leben einfacher machen, indem sie eben halt on the go, weil sie den Messenger irgendwie nutzen, eben dort einchecken und ihre Bordkarte dort eben einlösen können. Martin? Das Interessante ist ja, auch wenn man sich das anschaut, was Facebook da gemacht hat, dass die Entwicklung ja eher wieder weggeht von einem freien Texteingabefeld hinzu, wir arbeiten mit Buttons, wir arbeiten mit einem visuellen Interface beziehungsweise mit einer Kombination aus visuellem Interface und Texteingabe. Und das ist eigentlich auch das, wo man in Sachen Bot-Entwicklung sagt, das ist Best Practice, weil allein die freie Texteingabe, wenn man sich das große Vorbild WeChat zum Beispiel anschaut in China, da passiert das nicht. Da initiiert man vielleicht so eine Transaktion oder einen Vorgang über ein Gespräch, in dem man den Bot anspricht und dann kriegt man letztendlich ein Interface, was dem einer App sehr ähnelt. Das heißt, ich kann Buttons anklicken, ich kann Fotos anklicken, ich kann einen Bestellprozess einleiten oder was auch immer. Ja gut, aber so eine Ja-Nein-Button-Frage könnte auch vorgelesen werden von, ne, also es könnte auch im Dialog entstehen, ne? So. Könnte rein theoretisch sein, aber im Grunde, ich meine, wir kennen uns alle und wenn man sich die Kids irgendwie auf der Straße anguckt, ja, sie sprechen irgendwie in ihr Telefon, aber im Grunde, keiner will schreiben und einen Button zu drücken ist das Einfachste der Welt. Deswegen tatsächlich danke dafür. Wir haben sehr, sehr schnell festgestellt, irgendwie freie Textfelder machen an der Stelle keinen Sinn, weil zum einen irgendwie die Systeme noch lange nicht so weit sind, um zu erkennen, meine ich das möglicherweise sogar ironisch, was ich diesen Bot da gerade frage, wenn ich irgendwie was wissen will über, keine Ahnung, den Brexit möglicherweise. Aber wenn ich den Guardian-Bot irgendwie anspreche und sage, los geht's, und er mich fragt irgendwie, was willst du haben, und ich aus mehreren Antwortmöglichkeiten auswählen kann, das macht es halt super einfach, wenn ich irgendwie mobil unterwegs bin. Alastair, what's your take on it? Do you think we're about to see like the screen to vanish, that news get more immersive and they just talk to us and we talk back? Yeah, so it's really interesting. One of the, again, this is really hard to kind of give you an answer which isn't just hearsay and kind of giving it my best thoughts. What do you think at The Guardian? Yeah. Is that something that you're researching on? So one of the things we found when we've been testing, so we've done
we've done testing with users on both Sous Chef and the Echo skill, the Guardian Echo skill. And one of the challenges that we found is around discoverability. So with a visual interface, you very quickly can find out what it can do because you can see buttons, you can hit them, you can experiment. But when you're faced with a blank space, whether that's in your kitchen with an Echo or whether it's looking at a chatbot, potentially, although free text field, more so, than a sort of button chat interface, it becomes, how do you define what this thing can do? And so one of the challenges I think a lot of people are going to face, especially going as these things become more complex, is that it's kind of easy if you've got an app to release an update and the button appears, or you know, you kind of go, what's the new thing in here? For us, it's actually, how do you then, for user experience people, how do we best communicate that the bot can now do timing, or it can do something new and exciting, or push messaging at certain times of day? So when you start to layer on features, it then becomes another complexity that you have to manage and try and understand how to provide that new stuff. It's even harder, I think, with Alexa and our skill. We've done testing at the moment with people who understand Alexa. They've had it for a while, or Echo, sorry, the Alexa's the personality. And with Echo, it's one and the same. This is the thing. It's become one and the same now. People are talking about it interchangeably, which is a genius move from Amazon. What we found is that people who understand Echo and Alexa can get help quite easily. We haven't yet tested with people who've never used one of these conversational interfaces before, and that's the next round of testing that we're going to be doing in the next month or so, to really understand how people learn how to use these interfaces. Because it's going to be key to be successful. If you've got an app which feels easy to use by talking to it, then we're going to have more success with it. And comes back down to good app principles. Maybe you might be able to talk about how you've added new features to yours. Das ist interessant. Also wir tracken natürlich eigentlich alles, was in der App passiert, können dadurch natürlich auch Rückschlüsse ziehen. Und was wir zum Beispiel sehen, ist, dass so ein Onboarding-Prozess, der in Dialogform abläuft, wunderbar funktioniert. Das ist was die Leute sehr, sehr mögen. Das bringt Leute zum Beispiel auch dazu, innerhalb einer App die Push-Mitteilung zu aktivieren, weil sie halt einfach freundlich darum gebeten werden und nicht einfach dieses Pop-up kommt und einen auffordert, jetzt mach mal hier die Push-Mitteilung ein. Ja, und die erklärt es ja auch immer ganz nett, dass genau. Es heißt, pass auf, wir belästigen dich wirklich nur, wenn es wirklich wichtig ist. Genau, dafür sind diese Conversational Interfaces gut geeignet, weil sie einfach einen Kontext mitliefern können. So. Ja. Ich glaube, dass wie Alistair schon sagt, wir stehen da halt am Anfang. Wir versuchen halt ganz viel, wir testen aus, wir gucken auf die Daten sehr genau, was passiert da, welche Geschichten lesen Menschen, wie lange lesen sie die, wie verhalten sie sich innerhalb der App, und dann versuchen wir, Rückschlüsse draus zu ziehen. Top-Frage an dich, Martin, noch. Welche Quellen nutzt ihr für Resi? Recherchiert ihr selbst oder klaut ihr die News ohne Quellenangabe? Hallo, Leistungsschutzrecht. Also es ist so, dass wir haben keine Nachrichtenagenturen abonniert, weil wir festgestellt haben, dass wir das im Moment nicht brauchen. Wenn wir unseren Twitter-Stream gut monitoren, dann sind wir ungefähr genauso schnell, wenn nicht sogar schneller als die Kollegen. Das ist für uns also in Ordnung. Und ansonsten informieren wir uns aus frei zugänglichen Quellen, schauen auf die Websites von anderen Publishern und haben jetzt kein eigenes investigatives Rechercheteam. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, so irgendwie 8 Wochen nach dem Launch, das irgendwie zu verlangen. Ich würde jetzt aber nicht ausschließen, dass wir nicht irgendwann mal, wenn das läuft, was ich sehr hoffe, auch eine eigene Redaktion aufbaut, die dann eben auch eigene Themen recherchiert. Ich glaube, das ist sicherlich was, wo wir dann auch noch stärker irgendwie den Fokus drauflegen werden. Bloß im Moment fließt halt unsere ganze Konzentration erstmal ins Produkt und dann schauen wir weiter. Frage an Guido. In China dominiert WeChat. Wie blickt denn Facebook auf diesen Dienst? Gibt es da irgendwas, was man klauen kann? Also prinzipiell gucken wir uns irgendwie alle Dienste an, die es weltweit gibt. Also da gucken wir uns nicht nur in China um, sondern gucken uns natürlich auch mal Heimatmarkt um, überall. Also und lassen uns bestimmt irgendwie von irgendwelchen Dingen auch immer wieder inspirieren und schauen uns die genauer an. Ob das jetzt irgendwie WeChat oder Weibo irgendwie im Speziellen ist, kann ich gar nicht sagen. Aber also eine Konkurrenzbeobachtung, wie, glaube ich, andersherum auch, findet irgendwie tatsächlich immer statt. Aber man muss halt immer wieder auch schauen, macht es Sinn, solche Dinge auch tatsächlich in die Produkte zu integrieren? Weil ich glaube, ich weiß, wir haben eine ganz klare Vision, wo wir hinwollen. Gibt es
hilft uns irgendwie ein Element, irgendwie unsere Produkte irgendwie an der Stelle besser zu machen? Wenn ja, dann zieht man das mit Sicherheit irgendwie in Betracht. Wenn nein, dann lässt man es einfach sein. Wenn ihr so eine klare Vision habt, wo ihr hin wollt, habt ihr die auch für WhatsApp, gehören ja auch zu euch, wird es da auch bald Bots geben? Nein. Ich werde sehr, sehr oft zu WhatsApp gefragt und WhatsApp ist tatsächlich irgendwie noch, sitzt immer noch nicht auf dem Campus bei Facebook und die arbeiten sehr, sehr selbstständig. Aber die Telefonnummern habt ihr euch schon mal einkassiert? Alles in einer WhatsApp, genau. Die arbeiten sehr, sehr autark und es gibt dort, das Ziel ist dort eine 1-zu-1-Kommunikation, eine verschlüsselte 1-zu-1-Kommunikation. Es mag sein, Jan Kuhm hat, glaube ich, im Januar dieses Jahr auf der DLD mal geäußert, dass er sich für Business möglicherweise öffnen möchte. Business heißt in dem Moment irgendwie, ich habe ein Bedürfnis mit, sagen wir mal, der Lufthansa oder sonst wem zu kommunizieren, dann lässt man das vielleicht zu. Aber ich kenne tatsächlich nicht die Pläne. Das ist irgendwo bei uns im Management-Team, sind die Pläne bekannt, aber für uns nicht. Momentan konzentrieren wir uns, was die Bots angeht, vollkommen auf den Messenger. Muss ich nachlesen. Alastair, eine Diskussion, die hier in Deutschland immer wieder aufbricht, erstaunlicherweise nimmt die immer weiter ab, ist tatsächlich auch das Thema Daten sammeln, personalisieren und natürlich auch Datenschutz. Ist das bei euch in UK, glaube ich, sowieso kein Problem? Ihr habt den GCHQ, der macht sowieso, was er will. Aber ist das tatsächlich etwas, wo ihr auch euren Lesern gegenüber irgendwie Rechenschaft ablegt, was ihr mit den Daten macht, wie genau ihr die wirklich auch auszieht? That's a great question. One of the things that the Messenger platform allows is for us to read the messages that are coming to our bot. And that is great from a product development perspective because you can see what people are asking. It's a great way of finding out, how many people are actually swearing at you, which obviously is a lot. And it also gives you a hint as to what people might want from the bot. But then that's quite scary as well because we can see the name of the person who's asking the question. We have to be really sensitive and, there's no screenshots with any names, but, it'd be very, very, it's two clicks away for me to be able to show you who's asked the question, what they've asked, how filthy their language is, and there are some people who are very sweary to try and catch things out because they think that it's not seen by someone. So there are privacy implications for this. And I was chatting to Martin Beelam, the new formats editor, about ways you could use it for community journalism. And at the moment, we feel very uncomfortable doing that because you could imagine a call out. It might be a nice personal way of going, tell us about your history. Tell us, have you experienced this? Please feedback. And we kind of go through a question and answer chain. But that very quickly could reveal some things that you would not want revealing and you wouldn't want available. So we've thought about it a lot, and we're not going to go down that. It is going to be a pure push, mechanism. It's going to be, do you want us to tell you a story? Not, please tell us your story. So we have had these discussions, and we'd obviously looked at people like Facebook to be able to have, fully private conversations. But again, we're not at that stage yet, and we have other tools for getting that information at the moment. But it's just another angle you've got to think about. Interessanterweise ja. Hat BuzzFeed ja auch mit einem Facebook Messenger-Bot experimentiert, der sogenannte Buzzbot. Und der war live während der Conventions von Demokraten und Republikanern in den USA. Und was die gemacht haben, ist tatsächlich, die haben das eben nicht als so ein Push-Medium verstanden und haben halt nicht einfach versucht, den Leuten Links hinzuknallen, sondern die haben das tatsächlich als einen Channel verstanden, um wieder User-Generated Content einzusammeln. Das heißt, die haben über Buttons die Leute gefragt, seid ihr vor Ort bei den Conventions? Verfolgt ihr die Convention von zu Hause aus? Und je nachdem, wie man sich dann entschieden hat man dann eben unterschiedliche Fragen gekriegt, konnte halt Material oder Tipps einschicken oder hat eben Zusammenfassungen der Ereignisse des Tages gekriegt. Also das finde ich auch einen sehr, sehr, sehr interessanten Aspekt, einfach zu gucken, kann man denn eigentlich diese Messaging-Interfaces nicht
auch noch für viel mehr nutzen, als wir ballern euch da mal ein paar Links hin und hoffen drauf, dass ihr auf unsere Website zurückklickt, weil das, ganz ehrlich, wir leben in einer Plattformwelt und machen uns Gedanken darüber, wie wir unsere Inhalte für Facebook optimieren, für Snapchat optimieren und das Beste, was uns im Moment für Messaging-Apps einfällt, ist halt Links rauszuballern und ich glaube, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Gut, das war auf Twitter, glaube ich, auch nicht anders, aber nochmal zurückzukommen auf die originale Frage, du hast vorher selber gesagt, ihr trackt, was geht denn? Was könnt ihr alles tracken? Was kannst du alles sehen von deinen Usern? Also wir haben diese großen Datenschutzprobleme, die der Guardian in dem Moment der freien Texteingabe hat, die haben wir natürlich nicht, weil wir einfach keine freie Texteingabe haben. Was wir sehen, was inhaltlich halt funktioniert, das hat uns tatsächlich auch ziemlich überrascht, ist durchaus harte Themen. Also wenn wir zum Beispiel Conversations machen zum Putsch in der Türkei oder zu Syrien, dann sind das tatsächlich Themen, die Leute auch bis zum Ende prozentual sehr, sehr hoch durchlesen. Auch das sind, glaube ich, mit unsere am meisten gefollowten Topics. Also ihr könnt sehen, ob sich die Leute nicht nur draufklicken, sondern ob sie es auch wirklich lesen. Genau, Completion Rate. Ja. Was könnt ihr noch sehen? Wir sehen, klar, was der Google Analytics ausliest, die Verweildauern, wo kommen die Leute her, wie lange bleiben sie, wie viele Sessions hat der Nutzer am Tag. Das sind alles keine personenbezogenen Daten, logischerweise, sondern das sind einfach aggregierte Daten und aus denen versuchen wir dann eben Rückschlüsse zu ziehen. Du hast vorhin eine Zielgruppe erwähnt, ist hier auch eine Frage auf Slido. Erreicht ihr die denn, diese gewünschte Zielgruppe? Also über 70% unserer Nutzer sind unter 34, von daher glaube ich schon, dass wir da im Moment ganz gut liegen. Wir wollen aber noch jünger werden, also wir wollen den Anteil der Leute, die eben Google Analytics weist erst ab 18 aus, aber wir wollen den Anteil natürlich auch noch deutlich nach oben drücken. Aber ich habe das Gefühl, ja, wir erreichen die. Okay. Ich sehe hier auf meiner digitalen Frageplattform keine besonders neuen Fragen, die hier reinströmen. Gibt es denn noch Leute, die ganz analog hier einfach mit dem Mikrofon eine Frage stellen wollen? Sehe ich. Darf ich sonst in der Zwischenzeit eine? Du darfst gerne nochmal, ja. Martin, wie macht ihr das denn, wenn du sagst irgendwie Zielgruppe ist 15 bis 25, jetzt bist du ja älter als 25, gerade eben. Ja, ganz knapp, ja. Wer macht denn bei euch die Nachrichten dann tatsächlich? Wir haben ein kleines Redaktionsteam, ich bin quasi CEO und gleichzeitig Chefredakteur und habe noch 2-3 Kollegen, die mithelfen. Alles keine festangestellten Redakteure, die sind auch alle so in dem Alter, aber das ist tatsächlich auch natürlich was, wo wir drüber nachdenken, inwieweit müssen wir nicht eigentlich Leute da reinsetzen, die das machen, die tatsächlich auch aus der Zielgruppe können, um zu wissen, wie reden die, worüber reden die und was passiert da überhaupt. Das ist sicherlich was für uns auch ganz oben auf der Agenda steht. Ja. Aber ich meine, dafür brauchst du Geld, um eine Redaktion aufzubauen. Und wir sammeln gerade, wir suchen gerade nach Investoren. Mal gucken, wenn wir das Geld zusammen haben, dann können wir auch die Redaktion vergrößern, klar. Ich möchte euch nicht von der Bühne lassen, ohne auch vielleicht so ein bisschen persönlichen, ja, eine Einschätzung abgeben zu lassen. Es sitzen sehr viele Medienmacher hier, Leute, die schon einen Job haben oder die gerade erst in den Medienberuf irgendwie rein wollen. Was habt ihr so, ich meine, ihr habt unfassbar viel Erfahrung gesammelt, sowohl in den klassischen Redaktionen als auch eben jetzt in der Startup- und in der Tech-Welt. Was glaubt ihr, was sind so Fähigkeiten, die wir wirklich brauchen und vielleicht noch verstärken müssen in der Ausbildung oder wenn jemand jetzt hier sitzt und sagt irgendwie, was muss ich mir noch antrainieren, damit ich auch in 10 Jahren neben den Bots oder wen auch immer bestehen kann? Was sind so Key-Features oder Skills tatsächlich in den Redaktionen? Alistair, die Diskussion ist bei euch sicherlich auch sehr, sehr, sehr laut geführt, auch in den Redaktionen bei euch. Yeah, so we are a media organization that's been around for a fair while, and that obviously means we have a lot of very experienced journalists, which is great. Their storytelling expertise is amazing. The challenge that we face is how do you steer a ship from dealing with articles, 500, 750 word articles, to maybe creating an experience or a conversational story that might be played out through a bot. How do you then do that for Amazon's Alexa? I'll get it right eventually. Amazon's Echo. What's the best form of journalism for that? We are pretty sure it's not reading out articles that have been written for the web, which are probably written for the newspaper. There's going to be quite a lot of change coming in terms of how media organizations have to react to this, but you know, you can imagine a small team of people who are doing
flash briefing. So a flash briefing on Echo is a short, this is the news, and it can be a travel update, it can be a news update, it can be weather, that kind of thing. But then you start to think about the way that a newsroom is organized, and those people then can't sit in the newsroom because of the noise, so then they need separate suites to be able to record flash briefings, which means that they need to have audio skills, need to have a voice which sounds good, all those things. And to reshape that is hard work. It needs different people. We have a community team at The Guardian who are amazing. They're brilliant. We have some of the most vibrant communities, I think, in the UK at the very least. And they're all quite young. They're all really excited about bots, but they're still struggling. Everyone's struggling to find out what that means for journalism and how you start to tell stories. You're probably better placed than us, actually, in many ways, to be able to do that. Dafür haben wir andere Probleme. Also ihr habt halt die Reichweite, ihr habt die Marke, das müssen wir uns alles erst aufbauen. Also da, ja, beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich glaube, was ganz wichtig ist heutzutage im Journalismus, ist gar nicht mehr einzelne Skills zu haben oder einzelne Fähigkeiten, sondern du musst die Leute dahin kriegen, dass sie in der Lage sind, sich selber Dinge beizubringen und immer wieder Neues zu lernen, offen sind und nach links und rechts schauen, was machen andere, und dann Ableitungen für ihr Kerngeschäft halt einfach zu treffen. Und das fehlt in der journalistischen Ausbildung in Deutschland zumindest sehr, sehr oft. Da wird immer noch sehr klassisch ausgebildet, da wird sehr immer noch an einzelnen Produkten orientiert ausgebildet, und es fehlt letztendlich so das Augenöffnende, den Leuten Visionen mitgeben, Motivation mitgeben, dass sie letztendlich auch in der Lage sind, auf Veränderungen im Markt, die ja immer schneller passieren, zu reagieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das bringt heute nichts mehr, nach Skills einzustellen, sondern ich würde, wenn ich das Geld hätte, um Leute einzustellen, würde ich Leute einstellen, von denen ich glaube, dass die in der Lage sind, flexibel zu sein, wo ich weiß, dass die auch einfach auf neue Trends reagieren können, Bock drauf haben, immer wieder Neues zu lernen. Und ich glaube, dann ist man ganz gut aufgestellt, wenn man das hat. Guido, was hast du gelernt vom klassischen Journalisten auf dem Weg zum Tech-Entrepreneur? Oh, mutig sein. Ich glaube, als Journalist ist man immer neugierig, versucht irgendwie neue Geschichten zu finden und einfach den Mut zu haben, irgendwie neue Dinge zu entdecken in der Tech-Welt, oder neue Tools aus der Tech-Welt, sie für sich nutzbar zu machen. Ich glaube, es gibt so viel dort draußen, und ich glaube, es gibt unzählige Beispiele, wo Startups wie Resi, aber eben auch größere, wie jeder kennt BuzzFeed, in der Türkei arbeite ich beispielsweise mit Onedio zusammen, die kennt hier vermutlich keiner, aber die sind mindestens genauso groß wie BuzzFeed. Die haben mit nichts angefangen, haben sich nur der Tools bedient, die dort draußen irgendwie zur Verfügung stehen, damit Geschichten kreiert und sind mittlerweile keine kleinen Unternehmen mehr. Also einfach nur den Mut, solche Dinge irgendwie zu nutzen, für sich auszuprobieren. Es muss nicht alles funktionieren, es kann nicht alles funktionieren. Aber ja, einfach diesen Mut an den Tag zu legen. Mut, experimentieren, improvisieren. Ich sage danke, dass ihr heute den Weg hierher gefunden habt. Bitte Riesenapplaus für unser Panel hier an Alastair, Guido und Martin. Vielen Dank.